Liebe Freundinnen und Freunde, ich würde mal sagen, wir säßen heute nicht hier, wenn Politik manchmal nicht so wahnsinnig spannend und auch so wahnsinnig unvorhersehbar wäre. Nur vor wenigen Wochen waren wir nämlich ziemlich sicher, dass der Landeshaushalt 2012 eine Mehrheit im Parlament finden würde. Es gab Verhandlungen sowohl mit der Linkspartei wie auch mit der FDP. Leider haben sich dann aber alle drei Fraktionen der Opposition dafür entschieden, schon in der zweiten Lesung eine Totalblockade durchzuziehen, obwohl die Verhandlungen eigentlich weitergehen sollten. Das war die feste Verabredung. Das ist sehr bedauerlich, denn die Einladung zum Mitgestalten, die ja für diese Koalition der Einladung jetzt wirklich über 20 Monate galt, war auch diesmal sehr aufrichtig und sehr ernst gemeint. Wir Grüne haben immer gesagt, die Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten funktioniert so lange dann gut, wie die Handlungsfähigkeit der Landesregierung gewährleistet ist. Mit dem Scheitern des Haushaltes als zentralem Gesetz der Landesregierung war das leider nicht mehr gegeben. Und es war richtig, sich nicht von der FDP erpressen zu lassen, die noch nicht einmal einen einzigen konstruktiven Änderungsantrag zum Haushalt vorgelegt hat, sondern einfach nur zocken wollte, liebe Freundinnen und Freunde. Deswegen hat die Grüne Fraktion gemeinsam mit der SPD die Auflösung des Landtages beantragt. Am 13. Mai, das habt ihr mittlerweile mitbekommen, wird der Landtag neu gewählt. Dieser Parteitag heute stellt personell und programmatisch die Weichen für diese Landtagswahl. Und wir Grüne müssen keine Angst vor dieser Neuwahl haben, denn die Bilanz dieser 20 Monate Rot-Grün ist hervorragend. Und das liegt sehr zentral an der starken Arbeit der grünen Regierungsmitglieder und unserer grünen Landtagsfraktion, denen ich an dieser Stelle ausdrücklich für ihren wichtigen Einsatz für die grüne Sache danken möchte, liebe Freundinnen und Freunde. Als wir auf der LDK im Sommer 2010, das war im schönen Neuss, den Koalitionsvertrag diskutiert und verabschiedet haben, haben wir davon gesprochen, dass Nordrhein-Westfalen mit diesem Vertrag zum Land der Chancen wird. Zum Land der Chance, Vorreiter in Sachen Klimaschutz zu werden, Vorreiter in Sachen Gerechtigkeit und Teilhabe, Vorreiter in Sachen Bildungsaufbruch für alle Kinder zu werden und Vorreiter in Sachen Demokratie und Mitbestimmung zu werden. Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen 20 Monaten diese Chance ergriffen. Und wir können sehr selbstbewusst sagen, dass es vor allem wir Grüne waren, die in vielen Bereichen dieses Land erneuert haben. Wir haben viel erreicht und wir haben auch in Zukunft viel vor. Und weil wir überzeugt sind, dass es auch in Zukunft vor allem auf uns als starke Grüne ankommt, präsentieren wir euch auch heute hochoffiziell den Claim für unsere Wahlkampagne, die uns jetzt bis zum 13. Mai begleiten wird. Ihr seht es hinter uns, ihr seht es hier unten. Grün macht den Unterschied. Das ist der Claim für unsere Wahlkampagne, liebe Freundinnen und Freunde. Grün macht den Unterschied, denn ökologisch-soziale, demokratische Politik kommt nicht von Geisterhand, sondern dafür braucht es starke Grüne auch im nächsten Landtag und in der nächsten Landesregierung. Das gilt vor allem für die Jahrhundertaufgabe Klimaschutz und die Energiewende im größten Industrieland. Hier macht Grün schon jetzt den Unterschied. Wir haben die schwarz-gelbe Gängelung der Windkraft abgeschafft und die energetische Gebäudesanierung gefördert. Wir haben das deutschlandweit erste Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht und damit endlich verbindlich Klimaschutzziele für NRW festgelegt. Ist noch nicht verabschiedet, aber das ist sozusagen eine der ersten Maßnahmen, die wir angehen werden im nächsten Landtag. Wir Grüne reden nicht nur von Energiewende und Nachhaltigkeit, sondern wir packen sie beherzt an. Und da liegt auch der große Unterschied zur CDU und seinem Spitzenkandidaten. Wir scheuen nicht die Auseinandersetzung mit Norbert Röttgen, dem ja auch nachgesagt wird, viele sagen, dass er habe viele Gemeinsamkeiten mit Grünen. Diese Gemeinsamkeiten mit Norbert Röttgen sind allenfalls theoretisch. Er redet viel von Nachhaltigkeit, kürzt aber jetzt radikal die Solarförderung und fährt die Energiewende mit Karacho vor die Wand. Und wir wollen keinen Klimaschützer in der Theorie, keinen Klimaschutz in der Theorie. Wir wollen Klimaschutz in der Praxis. Und da macht Grün den Unterschied, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen sind auch sämtliche Farbenspiele vielleicht für Herrn Röttgen interessant, nicht aber für uns, denn wir sind sehr klar in unserem Wahlziel. Wir wollen als Grüne stärker werden und wir wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der SPD mit eigener Mehrheit und auf Augenhöhe fortsetzen, weil wir mit ihr am besten unsere grünen Ziele erreichen können, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist aber natürlich kein Selbstläufer, das habt ihr jetzt mitbekommen. Diese Landtagswahl ist kein Zweikampf Kraft Röttgen. Es geht nicht nur darum, wer Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin wird, sondern es geht uns Grünen um die Inhalte in dieser nächsten Landesregierung. Und da macht Grün
vor allem dort den Unterschied, wo man sich einige wichtige regionale Themen anschaut, die auch landesweit von Bedeutung sind. Ich nenne mal beispielsweise drei. Zum Beispiel bei unserem Vorhaben, einen Nationalpark in OWL zu schaffen. Ich gucke euch OWLerinnen und OWLer an. Trotz Widerstand und trotz auch falscher Spielchen anderer Parteien vor Ort stehen wir Grüne fest an der Seite des Natur- und Umweltschutzes. Und nur mit Grünen, mit starken Grünen wird es diesen Nationalpark geben, liebe Freundinnen und Freunde. Oder zweites Beispiel, nehmen wir das Vorhaben einiger Energieunternehmen wie ExxonMobil, durch das sogenannte Fracking unkonventionell Erdgas zu fördern, vor allem in Westfalen. Ich gucke die Westfalen und die Westfalen, auch die Ruhrgebietler an. Und da sind sie, sorry. Genau, OWL da, Westfalen da, richtig. Also, indem sie unkonventionell Erdgas fördern und Chemikalien in den Boden pressen wollen. Auch hier redet der Landesvorsitzende Röttgen mal so. In Berlin sitzt der Umweltminister Röttgen das Thema aber aus. Und auch Grün macht hier den Unterschied, denn wir werden mit aller Kraft uns dieser gefährlichen Technologie entgegenstellen, die unsere Natur und unser Grundwasser gefährdet, liebe Freundinnen und Freunde. Oder nehmen wir als drittes Beispiel die Auseinandersetzung um das Recht auf Nachtruhe am Flughafen in Köln-Bonn. Auch nach der eindrucksvollen Demo dort vor einigen Tagen und obwohl es seit ewiger Zeit klare Beschlüsse in der Region pro Nachtflugverbot gibt und für eine Kernruhezeit und obwohl Anhörungen und Gutachten dort längst eine klare Sprache sprechen, verteilen die anderen Parteien vor Ort weiterhin Beruhigungspillen, auch die SPD in Köln. Also, wenn es um das Grundrecht auf Nachtruhe und auf Lärmschutz geht, dann macht auch hier Grün den Unterschied, liebe Freundinnen und Freunde. Grün macht auch den Unterschied bei der Stärkung der Kommunen, die wir sehr konsequent angefangen haben und fortführen möchten. Und da sei auch ein Wort an dieser Stelle zu Christian Lindner gesagt, der früher ab und zu noch als Bambi bezeichnet würde. Ich finde, bei Christian Lindner verbinden sich eigentlich sämtliche Verniedlichungen oder Tiervergleiche. Er und seine Partei, die FDP, sind auch weiterhin ganz klar die Partei der sozialen Spaltung. Nach gestern mehr denn je. Und deswegen... Und deswegen ist das Gerede von Verantwortung und vom sozialen Mitfühlen Liberalismus eine Farce. Wer in der Bundesregierung die Kommunen plündert und damit den Ärmsten der Armen das Geld aus der Tasche zieht, der kann sich nicht in NRW als Robin Hood aufspielen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden in den nächsten Wochen sehr genau nachweisen, dass sich an der alten Privat-vor-Staat-Ideologie der FDP nichts, aber auch gar nichts geändert hat und dass diese Partei in die außerparlamentarische Opposition gehört. Grün hat den Unterschied gemacht in den letzten beiden Jahren, als wir eine Demokratieoffensive gestartet und mehr Teilhabe und Mitbestimmung durchgesetzt haben. Zum Beispiel durch die Erleichterung der kommunalen Bürgerbegehren, zum Beispiel durch die Möglichkeit der direkten Abwahl der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, was der Duisburg sehr erfolgreich genutzt hat. Zum Beispiel durch mehr digitale Mitsprache. Und auch da ist erschreckend, wenn der FDP, der Generalsekretär, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt am letzten Sonntag, von der, ich zitiere, Tyrannei der Masse spricht, wenn es um die Proteste gegen ACTA oder um die Occupy-Bewegung geht. Und ich sage, wenn sich zehntausende Menschen gegen intransparente internationale Verträge wehren oder auf die Straße gehen für Gerechtigkeit und für Solidarität, dann ist das nicht Tyrannei der Masse, dann ist das Demokratie und es ist schlimm, dass man das einer demokratischen Partei überhaupt erklären muss, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht am 13. Mai nicht nur um eine Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, sondern es geht darum, ob die erfolgreiche Politik von Rot-Grün fortgesetzt werden kann. Und da macht Grün den Unterschied. Denn die Alternative zu Rot-Grün heißt Große Koalition. Und diesen Stillstand wollen wir nicht für Nordrhein-Westfalen. Deswegen werden wir auch mit einer glasklaren Zweitstimmenkampagne in den Wahlkampf gehen. Denn auf die Zweitstimme kommt es mehr denn je an bei dieser Wahl. Wir haben im Saarland gesehen, dass jede einzelne Stimme zählt. Und auch diese Wahl ist noch längst nicht gewonnen. Deswegen müssen wir auch die restlichen 44 Tage wirklich um jede Stimme kämpfen. Lass mich
zum Schluss noch zwei sehr wichtige Dinge sagen. Einmal zum Programmprozess. Sabine hat es angesprochen. Wir diskutieren am Sonntag hier ein Programm-Update unseres grünen Zukunftsplans für Nordrhein-Westfalen. Ich weiß, dass in einer Partei, die sozusagen aus Leidenschaft für Programmatik lebt, es vielleicht ein bisschen eine Zumutung ist, mal schnell innerhalb von wenigen Tagen dieses Programm zu diskutieren und zu verabschieden. Aber der grüne Zukunftsplan gilt auch weiterhin. Alle Ziele und alle Forderungen für 2010 gelten und werden selbstverständlich auch danach eingebracht. In den Landtag, bestenfalls natürlich in eine Landesregierung. Und wir danken euch, Sabine hat es gesagt, für die vielen Änderungsanträge, die es gegeben hat, die wir gerade sozusagen parallel auch bearbeiten, damit wir morgen im Antragstellertreffen euch gute Vorschläge machen können. Und ich bin sicher, dass wir am Sonntag dann ein breit getragenes Programm auch verabschieden können. An dieser Stelle möchte ich, das passt ganz gut, vor allem der Schreibgruppe danken, namentlich Paul Lang, André Zöhr und Jakim Essen, die es geschafft haben, innerhalb von einer Woche diesen Entwurf vorzulegen. Das ist eine Mammutaufgabe, ganz herzlichen Dank dafür. Danken möchte ich aber auch ausdrücklich allen Mitarbeiterinnen, allen Mitarbeitern der Landesgeschäftsstelle. Wenn man auf einmal, ich sag mal, von 0 auf 100 an einem Tag einen Wahlkampf planen muss und dieser Wahlkampf ansteht, dann ist es immer gut zu wissen, dass ein erfahrenes und motiviertes Team, dass wir das im Rücken haben, auf das man sich wirklich hundertprozentig verlassen kann. Ihr habt blitzartig umgeschaltet und schon an den ersten Tagen sozusagen die Kampagnen geplant, die Aktionen geplant und ein ganz, ganz großes Dankeschön für das Großartige, was ihr in den letzten Tagen geleistet habt. Ich freue mich auf eine gute Liste mit einem guten Ergebnis für unsere Spitzenkandidatin und wünsche euch allen einen guten Parteitag, gute Beschlüsse und vor allem weise Entscheidungen. Vielen Dank.